Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute MLS 22 TF2 Projekt. Ja, hier bei der großen Versteigerung mit dem Rudi Langhammer, Eduard Engine, Paul, Kurt Bichler, Fidel Jupp, Oswin Rosenberg, Georg Geschwänzt, Lukas Weber und Peppi. Also zunächst einmal bist du zerstört, damit ich weiterwachen kann, okay? Und zum zweiten, das nächste Mal Begeisterung für mich, ja? Moin. Ja, Papi. Oh, genau, so mag ich das. So, wir kommen zum nächsten Stück. Ein Champagnerpool für die feine Stunde mit der Alten. So, wir fangen an bei Fiedler. 100. 100 Euro. 500. 500 von Rosberg. Wer will mehr? Wer will mehr? Von Eduard. 1000 Rubikine für Champagnerpool. 2000. 2000 Rosberg. Aber du hast doch gar keine Rosberg. Doch, da kannst du noch Biodünger mit streuen, Kurt. Oh, ja, aber also. Sicher? Weiter. Weiter. Drei. Nein, erster. Das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig. Ich will mehr. Wo sind wir gerade? Nee, 2. 2000 Rosberg. Ich will mehr. 2500. 3 von Kuhnalten, 3 Rosberg! 3 zum Ersten, 4 von Kuhnalten, 5 von Rosberg! 5 zum Ersten! Ein Moment. Oswin, wo ist er? Hast du gar nichts mehr? Wie meinst du das? Es gibt hier keine Ausbau. Nee, ich hab gar nichts, nee. Nein, das macht sie nicht. Bei Pepis Versteigerung. So. Ach nee, ist mir zu viel Geld, tut mir leid. Wo waren wir jetzt eigentlich? 5000, gell? Ja? Okay, zum Ersten! Zum Zweiten! Verkauf! Ja! Ja! Das war jetzt zu spät! Also, du konntest nicht mehr am Ende kommen und einsteigen, gell? Das funktioniert für nicht! So! Hey, ich will nur abschieben! 20.000 für das! 20? Ja, gut, alles klar! Oh, das ist da was für Kurt! Die Spritze! So! Da haben wir eine kleine Spritze! Für Leute, die nicht mehr spritzen können! Tank! Das brauchen wir aber nicht, oder? So ein Riesending da? Geiles Gerät! Wir fangen an bei 200 Euro! Wird auf Stringe gehen. Gut. Dann machen wir das da. Ja, ich wäre 200! Wir können ein bisschen mitnehmen. 4000 NG. Ja. 4000 vom Engine einstiegen wie ein Profi! 5000! Oh, 4000! 5000 Rosberg! 5000, hör mehr! Hey, boy, da, was ist denn los, Alter? 5000 Rosberg! Zum Ersten! Zum Zweiten! 6.000 Engine! 7! 7 Rosenberg! Ja, komm, das ist doch nicht alles, ey! Typen zum Ersten! 8 Engine! 9! 9 vom Rosenberg! Zum Ersten! Zum Zweiten! 10! 10 vom Engine! Zum Ersten! 11 hab ich noch! 11.000 Rosenberg! Zum Ersten! 12.000! 12.000 vom Bio-Bauer Komleit im pinken Dress! Oh, 12.000 zum Ersten! 12.000 zum Zweiten! Verkauft! Warte, eine Biobauer mit der Chemiespritze oder was? Oswin? Ja? Denke ich dir. Ah, ja, moin! Oh, was ist das für ein Gehen? Oha! So einmal bitte links und rechts Busel! Komm, lass uns kurz unsere, Bienenanzüge aneinander reiben. Ja! Hui! Halt, das war zu viel reiben! Nur ein bisschen! Schnappi! Ja! So. Leute, wir haben einen Füttermischwagen, kann man ebenfalls einen Champagnerpool mit Massagebürsten hernehmen. So. Wer bietet mehr als 500 Euro? 1000. 2, 5. 2, 5 Rotberg. 3. 3 Kohlenleiten für Biokühe. 5. 5 für Rosberg für Nicht-Biokühe. 6. 6 die Biokühe. 7, 5. 7, 5 Nicht-Biokühe. 8. Oh, die Biokühe erhöht auf 8! 10! Oh, die Nicht-Biokühe auf 10.000! Da bin ich raus. 10.000 zum Ersten! 10.000 zum Zweiten! Verkauf! Ja! Sag mal, sag dir jetzt mal früher, Tefix! Wahnsinn! Also, hast du gar keine Kühe! Du zählst so schnell! Sag mal, schreibt überhaupt einer mit? Ja! Achso! Das war zu viel, du viel, ne? 12 waren's, wa? 12 für uns, ne? Ja, ja. Was laut ist für ein Scheißdreck? Nee, nix da. 10.000 und da war das Ding durch?
Der war doch gar nicht fertig mit Reden. Natürlich war der fertig. Ey, Dine, jetzt kriegen wir eine Tüffe. Das war eine ganz normale Frage von mir, verdammt. Tüffe. Nein, 10.000 war Endgebot. 10.000 von nicht Bierkühen. Okay. Schnappi. Ich hab nicht Kühe. Ja. Wir haben hier den Baldner Powerflex Plus. Ja. Plus für das extra an Platz. Mit Babyspucke. Du wettest, wo ist der? Was? Ich. Wenn du noch einmal, ein einziges Mal, meine Versteigerung unter Füße gehst, dann hau ich dir so etwas rein, dass du fliegst. Hast du verstanden? Verstanden. Gut. Oh, wir starten bei 1000 Euro. 10.000, 20.000 und ich nehme mit. Beide. 20.000? Weber, 20.000 Euro. 25.000, wie war das? Quent, 25.000. Quent, 25. 27,5. 28 vom Schwede! 30 vom langen Hammer! In schwarz! So, mehr als 20! 32! 32.000 vom Schwede! Nein, wer war das? Weber! Ah, Weber! Ui, deine Stimme ist so. Oh, ich sag jetzt nichts! So, weiter! 33! Weiter. Das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht. 33. Reicht mir nicht. 35.000 von Brosberg. Was? Ich hab 33 gesagt. 35 zum ersten. 40. 40 vom Weber. Raus. Hm. 45 vom Rosberg, höre ich. Nein, nix da. Oh, und da ein Gini mit 48.000? Nein. Das ist doch hier Schieberei, ist das doch. Ich möchte aber ein bisschen an Events bevor von Pippi denken. Jetzt mach doch mal erst, zweiten, ja, lieber erster, zweiter, verkauft. 43. Gut. Wer war das jetzt schon wieder? Wer war das? Schwede. Wie viel? Du Dickschnitt. Jetzt komm her da. Jetzt kannst du nicht aufhören da. Oh, ich würd's schon. Wahnsinn. Oh. 45. Hey, was? Das Ding ist schon verkauft, gut, hey, fickt's. Meine Güte. So. 40. Ich hab mal ein Wagen für Fasching. Da kann ich hineingehen, war ein bisschen saufen mit den Jungs. Ich kipp mir gar nicht, das ist für ein Scheißding. So, nein. Ah, scheiß drauf, ich baue nicht an eigenes. Wir starten bei Hitler. 1500. 1500 Bierfässer. Wer bin wer? Ich bin doch schon bei 1000 gewesen. Euro. Wer soll denn die Scheiße alle zaufen? 1500 Euro. Ich helf dir dabei. Oh, wir haben mehr Büte. Mehr! Müssen wir mal gucken, was der Baby da sagt. Ja, 1500 Euro! Können wir schon verschafft. 1500, wer bitte mehr? Wer bitte mehr? Er legt sich da am Arsch. Hülle mit dem Ding rumfahren, oder was? Ich hab davor nicht so schöne Sachen gesehen mit dem Teil. Ich wollte gerade sagen, ich hab das Ding heute schon getestet. Das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Ich ja grün. 1500, also nein, Alter. Wer ist jetzt? Hat er jetzt gesagt, der ist am Blühen. Ja gut, dann 2. 1000 Rosberg, dankeschön. Ich bin ein bisschen blöd vorgekommen davon. Oh, zum ersten, zum zweiten, verkauft. Ah, na gut. Das Ding verkaufen wir direkt wieder, aber das kann ich dir schon mal sagen, ey. Die Kiste bleibt nicht auf meinem Hof stehen. Nee, nee, das muss weg, das Ding. Oh. Da haben wir was Wunderschönes in Chrom. Ja, Chromfarben. Da kann man ein bisschen was transportieren. Was kann transportieren? Chromjuwelen. Bier, Rum. Radler kannst du nicht machen, weil der ist viel nicht mehr. Alkoholfreies Bier kannst du auch nicht machen. Kann ich da Bierreste transportieren? Wer wollte denn gerne transportieren? Sag mal. Nee, ich glaube nicht. Nee, das geht nicht, glaube ich. Das ist Wasser und Milch. Und Pestizide. Und Pestizide, falls man einen Rosenberg am Hof hat. Oh. Wer bietet mehr als Fiedler? Bei Fiedler. 500. 500 Euro. 1000. 1000 Rosenberg. Was ist das für eine Scheiße, Mutterin? Ja, super. 2000 Gine. 3. 3 Rosenberg. Jetzt kippt er fort, ey. Bewegung. Los geht's. 4. 4 Gine. 5. Ja. 12 für Fortnite spielen! Weiter geht's! 5! Wie viel? 12 für Rosberg!
5! Was? 5? Du hast 5 gesagt! 5000! Du hast 5 gesagt, du Tippi! Nein! Doch, halt, Bett! Und du jetzt Tommy Taub oder was? Ich hab 5 gesagt. Wer hat noch 5 gehört? Keiner! Schau, du hast mich angelogen, du Tippi! 12.000! 5! 12 zum ersten! 5! Zum zweiten! Ich wollte nur 5! Verkauf! Leck mich am Arsch! 12.000 Rosberg! Die Auktion ist echt für den Arsch, ey! Was ist denn das für ein kompetenter Versteigerer da vorne, oder? Oh! Da haben wir was Schönes! Nicht den Biopartikelfilter! Alter Kurt, du bist raus! Oh, ja, ein wunderschönen 8R 410. Wer hat mich da angeflüstert? 31.000. 31.000 Euro. 32.000. 50. 50.000. 60. 80. 100.000. Boah, 100.000 vom Kurbleiten. Und das ohne Partikelfilter. Für den gibt es doch keinen Partikelfilter. 105. 105.000 vom Rotberg, 110 vom Gott, komm leid den! 15, 115. 130.000 komm leiten! Einfach auf 150.000! 200.000 vom Bergmann! Wie viel? 300.000! Na, leck mir mal. 300.000 vom komm leiten! Dann sind wir raus. Ja, das würde kurz 350.000. Komm, uns über ein Schiff. Der Bergmann ist auch da! Ja, der Bergmann ist ja auch da! 400.000 vom Kohleiten. Das kann nur sterben. Ich glaube, der Biobau macht mal einen Kurs. Verkauf! Zu spät! Oh, 400.000! Fiedler, schreibt er auf! So, John Dio 6.032 R. R steht für... Was? Ich hab doch gleich angefangen, Tiffix! Ich wollte einfach mal. Er steht für rabiat, okay? So. Wie Fiedler, wo fangen wir an? Irgendjemand Angebot? Fiedler! Wer? Hier. Was, wie, du hast Schwend, ein Angebot, 150. Schwend, ja. 150.000! 200! What? 200 von Weber! 205! 205 von keine Ahnung, Stimme kann ich 210! Zuhören. Sag dir mal die Namen dazu oder springt Weber, bitte. 210. 210 von Weber. 350.000 von dem Mann in Babyweiß. Krieg ich 3. Was? 300.000, wer hat das gesagt? Geschwend. Geschwend, 300.000. Hab ich nicht. 300 zum ersten. Zum zweiten. 350, wie kann er bei 300? Achso, stimmt, scheiße. Bergmann bei 350.000. Oh. Kolbleiten, 400.000! Was? Am Arsch! 350 zum ersten und zweiten verkauft! Bergmann, 350. Wow! Ich hab keine Ahnung, was das für ein Scheißteil ist. Aber naja, ich hab da kommen wir hast es schon erwähnt, damit kannst du Scheiße transportieren. Ach so? Also, was zum Scheiße transportieren? Gibt's die Anbaugeräte alle zusammen im Paket? Verkauft das doch im Paket. Okay, warte, ja, dann verkaufen wir die Anbaugeräte in Verbindung mit dem alten Scheißteil da. Und das ist alles zusammen jetzt hier, okay? Alles zusammen. Ah. Mit dem Traktor. Mit dem Traktor. 250.000. Wie viel? 250.000 von Bergmann. Da bin ich raus. Jetzt soll ich einschlafen, da oder was? Ja, 250.000! Ich bleib da alleine bei. Verkauft! An Bergmann für 250.000 und einen Fass Bier! So. Herzlichen Glückwunsch, Herr Bergmann. Ey, da hinten steht der Kubota, den fahren wir auch noch mit da. Gibt's her! Was? Kubota? Oh! Ach, das Ding ist auch mit weg hier. Ach so, das war jetzt alle. Ja, okay. Hört ja auf. 5! 5 Euro! Oh, 5 Euro, weiter geht's. Wer bietet mehr? 100. Ja, das hab ich verstanden. Was ist das? 100. 100 Euro. Wie viel weiter? 500 Euro. 500 von irgendjemandem, keine Ahnung. Ja, immer noch Schwende. 1000. 1000 Rosberg.
5000. Hey, meine, 5000 vom Weber. Nee, von wem? Nein, immer noch von hier. Okay. Nutze fix. Oh, Rosberg, 10.000 Gewehr. Komm, heraus, komm, aufhand, aufhand. 10.000. Nein. 10.000. Rosberg, nein. Ich lass nicht locker. Nein. 10.000 jetzt. Lass mich los. Nein. Rosberg. Wie viel sind ist das Gebot? 5. Nein, raus. 6.000. 6.000 Langhammer. Zum Ersten. Zum Zweiten. Verkauft. Oh, was haben wir noch? So, das ist Grashalm da. Herkommen. Oh, dieses wunderschöne Grashalm. Hat geschüttelt im Hintergrund. Ja. Anfangsgebote 1,5 Millionen. Servus jetzt. Oh, haben wir noch was? Oder hinten steht noch was? Mitkommen! Mitkommen! Der verscherbelt alles, was hier nicht festgenagelt ist, ey. Weißt. Oh, da war ja nur eine Hauergabe. Komm, ich schieb was auf ihm. Haben wir da einen Hauer? Und ja. Gut zum ersten Bier, der ist um die Anschlag, Tüpfe. So. Anfangsgebot 30 Euro. 100. 130.000 Rosberg. 100 Euro. Also, 100. 100 vom Rosberg. 300 Egeiden. 200 vom Egeide. 500. 500 Rosberg. 600. 600 Egeide. 1000, ja. 1000 vom Rosberg. Egeide kommt. Was macht den Sack zu jetzt? Taust du jetzt zum Teil verkauft! Oh, was haben wir noch? Perfekt. Oh, ein Feuerwehr-Ammerung! aber der ist doch ein Anleger! Stimmt! Da hinten steht noch eine Schiefräse, Baby! Die oh, gehört dem Handel! Hof, die der vorne! Gehört nicht zum Hof! Nicht? Nein! Der Anhänger okay. Hier? Nein, der gehört zu einem anderen. Nee, das Ding kommt doch aus Nürnberg. Was macht denn jemand aus Nürnberg? Der Hauer von oh, da, der gehört nämlich, glaube ich, auch glaub, nicht. Ich glaub, das war's, oder? Fühle! Ja! Was ist das? Ja! Okay! Was ist denn hier mit den Ballen? Kann man die auch. Die Ballen, ja. Die gehören zum Hof, der Finger weg! Ja. Kann man den Hof kaufen? Was kostet der Hof? Ja? Herzlichen Glückwunsch für zwei schöne Trecker. Schönen Tag noch. Die beiden John Deeres gehören ihr. Was? Oh, alle zuhören! Bürgermeister Fiedler hat eine Ansprache zu machen! Fiedler? Ja, Fiedler, du kannst gerne jetzt reden, wie du magst. Ich hab das für dich geklärt, gell? Ja, auf geht's! Vielen Dank für die ganze Prost. Kohle, viel Spaß mit den leeren Portemonnaies und adios. Ich bin glücklich. Das Geld ist übrigens beim Bürgermeister zum Lenken, Mitte, gell? Ablacken, auf geht's! Ja, wollen wir mal lang kurz zum Bürgermeister das bezahlen? Ja, das können wir machen. Meine 1000 Fässer erwarte ich, gell? Ja, die kommen. Ja, das... Oh, besser ist es, sonst ruhig dich in der Nacht heim. So. Nein, das machen wir ganz in Ruhe. Das Bier wird doch nicht schlecht, das geht nur weiter. Wo ist ich will mal kurz um die Ecke pinkeln. Herr Fiedler? Ja? Wo sind Sie denn? Da hier. Wo? Da an meiner Simme. Können wir uns kurz unterhalten? Ja. So. Oh, erstmal raus aus dem Trubel hier. Erstmal raus aus dem Trubel. Ja, aber wirklich, ey. Mann, Herr Fiedler, oh. Haben Sie eine Übel. Ja. Ich bin ein bisschen sehr verwirrt gerade. Warum? Hat der Herr Bergmann die Traktoren schon bezahlt? Herr Fiedler? Wer hat die Traktoren bezahlt? Ob der Herr Bergmann die schon bezahlt hat? Nein. Okay, alles klar. Können Sie mir mal sagen, was wir jetzt bezahlen müssten? Wer sind wir? Der Herr Langhammer und ich. Ach, gemeinsam? Ja. Ja, einen kleinen Moment. Es war ja einiges, glaube ich, was wir bekommen haben. War tatsächlich einiges, ja. Weil, ganz ehrlich, Rudi, da haben wir richtig geiles Geschäft gemacht, ohne ja, Witz. Da müssen wir nur noch kicken, was wir da noch für eine ordentliche Schlepper vorhängen, oder? Ja, pass sagen. Auf, da zieh ich dir gleich mal was dazu. Ja, das machen wir. Ihr wollt, was macht denn der Job? Was kannst du? Ja, Moment. Ja, ganz entspannt.
Was? Nochmal? Mann. Route transportieren, bist du blei oder was? Was willst du? Aufladen, runterfahren. Wo runter? Ja, ach so. Nix mehr runter. Moment. Ich geh mich mit den Ballen kloppen. Ja. Komm her, du Tippe. Oh Gott. Alles locker wieder. Was wollte denn jetzt eigentlich der Bergmann da von dir? Ey, das erzähl ich dir gleich. Das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Die Meteor-Meister. Ja, Moment mal eben, verdammt. Überwiesen. Was? Der hat das Geld überwiesen, hat er gesagt. Oh, ich komme gerade 600.000 rein, Bürgermeister. Ah ja, gut, okay, dann passt das. Und ich vergessen gehe die 30% an mein Investdepot, okay? Ja, sicher. So, plus Mehrwertsteuer. Ich hau ihm die Huppe Ding rein. Hat Mehrwertsteuer bei der Auktion? 123.500. Nur für alles? Wow! Für alles. Hier, Oswin, hast du schon mal einen kleinen Vorschuss von mir gekriegt? Das ist. Boah, ey, Rudi, das weiß gar nicht, wie ich das gut machen soll. Über den Rest reden wir von meiner. Das ist ja erstmal von meiner Wohnung. Ja, 100. Also, wie viel jetzt kriegst du? 160.000. 100? 125.000. Großberg, mach Trinkgeld. Oh, Trinkgeld. Warte, ich muss das erst hier. Oh, wieso geht denn das nicht? Wieso kann ich nicht an die Gemeinde überweisen? Da müssten Sie. Ja? 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 Ja, gute Frage. Ach so, warte. Ich hab's. So, 100. Wie viel? 123.500. Ja, komm, 125.000, bitteschön. Na, vielen Dank. Dann nehmen wir uns die Maschine dort weg, ja? Ja. Alles klar, können Sie dann. Machen. Ja? Ja, können Sie machen. Ja, okay, super. Ja, gibt's jetzt schon was Endgültiges, sag ich mal, mit dem Lindichhof? Jein. Okay. Jetzt mehr Umzug doch. Also es sieht sehr gut aus, Herr Rosenberg. Ja. Ja. Ich müsste allerdings nur noch eine Unterschrift machen, eine Unterschrift von Ihnen haben. Das klingt doch vernünftig. Denke ich auch. Das klingt also die Sache ist, Ihr Hof, also der alte Hof von Ihnen, der wurde aufgekauft von uns, beziehungsweise ja, doch wurde aufgekauft. Das passt alles soweit und ja, da müssen wir dann schauen. Ja. Okay. Also kurz gesagt, die Formalitäten klären wir später im Büro. Ja, gut, richtig. Alles klar, pass auf, dann komme ich dann einfach nochmal vorbei, ist ja kein Problem. Super. Gut, alles klar. Gut, Rudi, komm, wir gehen jetzt mal kurz rum. Mal, lass das Ding da. Das ist nicht deins. Was für ein Ding denn? Das ist auch gut. Ja, ich hab noch ein bisschen Angst. Kann ich das später aussehen? Nein! Na gut, dann nicht. Unfassbar. Aber Beppi, danke für die tolle Auktion, war sehr unterhaltend. Oh, kein Problem! Sehr schön. Bitteschön. Oh, okay. Also, nein. Ja. Ich bring dir dann irgendwann mal so einen schönen Trailer hoch, wa? Ich erwarte es mit Genuss. Na, selbstverständlich. Eins von hier oder willst du eins aus Berlin haben? So einen richtig geilen. Ey, komm, ja, nicht der Plöre. Na gut, dann nimmt das ein ordentliches Preis. Original bayerisch. Pisswasser. Pisswasser ist gut. Er hat erkehrt. Rudi. Ja? Der Bergmann war gerade bei mir. Ja, was wollte der denn? Der hat gesagt, die John Deere Traktoren. Ja, er braucht die nicht, er schenkt sie mir. Was? Den großen und den kleinen? Die zwei Tondiertraktoren, die der gekauft hat. Ich hatte den ja nochmal gekauft, jetzt war das der 8R oder der 6R? Der hat die zwei unteren gekauft. Was der 8R gut? Nicht, der 8R hat der Dings gekauft. Der Kolmleiden. Der Code, war? Ja, der hat sich ja das also, übernommen, glaube ich. Der da, muss morgen Konkurs anbringen. Ja, aber da müssen wir nochmal schauen. Also das ist ja zu krass.
Was ist denn mit dem Bergmann los? Ja, keine Ahnung. Mir eigentlich ziemlich suspekt vor. Ja, also ich weiß nicht, ich hoffe, ich ist da kein Haken dran. Also da müssen wir mal vorsichtig machen, auf jeden Fall. Na ja, gut. Wenn nicht, dann würde ich sagen, dann machen wir das doch ordentlich und dann schieben wir dem das Geld wieder zurück. Das muss ja nicht sein. Beppi. Ja, ich schau nur das Holz an, alles gut. Ja, würde ich auch sagen, dass wir die abzahlen nach und nach. Na, Juti. Jawohl. Alles klar. Was haben wir jetzt hier geholt? Alles eigentlich, was da noch steht, wa? Ja, einiges. Ich würde sagen, ja, dann fangen wir mal an, langsam reinzuräumen. Ja, das machen wir. Gut, alles klar. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es war eine saugeile Aktion gewesen und eine saugeile Auktion. Und wir konnten richtig gut abstauben. Das hat sich gelohnt. Rudi Milch, danke für die Unterstützung. Auf eine gute Zusammenarbeit am Hof hier. Ja, na, selbstverständlich. Das ist doch kein Problem. Ah, wird richtig gut. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne sind wir erstmal raus. Bis dahin. Tschüss und ciao.